So, wir haben die Möglichkeit, im Political Space auf das Thema Veganismus einzugehen. Hier gibt es so ein Change My Mind Table und es werden jetzt zwei Videos kommen von mir, wo ich auf beide Gesprächspartner eingehe und zeige, wo da die Logikfehler lagen bei beiden. Das einmal Nikolai Binner, dieser Comedian, und einmal Ketzer der Neuzeit. Den habe ich schon mal debunked. Ne? Das Debunk-Video, was ich ihm gewidmet habe, ist hier unten verlinkt. Finde ich sehr gut, dass das auch im Political Space immer mehr Thema wird. Und wir werden uns einfach angucken, wo die Fehler lagen, was gesagt wurde, was falsch war. Und ich kann euch sagen, dass bei Nikolai Binner, das ist alles ganz seicht, da ist nichts großartig Wildes dabei. Aber bei Ketzer der Neuzeit, es wird schon ein bisschen aufwendiger, um die ganzen Punkte da zu debunken. Der hat so einiges gebracht. Von daher wird das auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen länger dauern und ich werde auch mit verschiedenen Einblendungen arbeiten müssen. Aber ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein. Das Thumbnail hat's versprochen, Leute. Den nächsten Gast brauche ich nun wirklich nicht vorstellen. Ihr kennt ihn von seinen Comedy-Auftritten, von seinem eigenen YouTube-Kanal, aber auch, was mir eine besondere Ehre war, von unserem gemeinsamen Auftritt bei Fair Talk, welcher mittlerweile zum zweitmeistgeklicktesten Video auf dem gleichnamigen Kanal avanciert ist. Begrüßt gemeinsam mit mir Nikolai Binner. Was geht ab? Schön, dich zu sehen, Alter. Ja, freue ich mich auch, ey, ehrlich. Wir haben uns Ja. ja beim Fair Talk zuletzt gesehen. Ja, tatsächlich, ja. Und danach noch Shisha geraucht. In einer sehr, sehr guten Shisha beim Prenzlauer Berg. Ich wohne jetzt mittlerweile in der Ecke, das heißt, wir können da heute noch eine rauchen gehen. Ich bin diesmal aber nicht mit dem Motorrad da, ich kann ich leider nicht fahren, ja. Ja, nicht schlimm, ich bin heute mit diesem E-Scooter hier. Also, wir Okay, können, geil, können ja. richtig ausrasten. Gut, das Thema ist dir bekannt. Ja. Wir hatten ja. Also, ich kann jetzt schon sagen, dass Nikolai Binner die Hauptstrategie, die er hier fährt, ist, dass er permanent versucht, von seiner eigenen Person zu derailen. Also, der versucht immer. Ja, aber die, guck mal, was die machen, guck mal, was die machen. Er versucht von seiner eigenen Verantwortung abzulenken. Ich guck mal, ob ich das hinkriege, hier irgendwo einen Counter zu machen, der jedes Mal eins hochzählt, wenn er von sich selbst versucht zu derailen. Was immer ein ganz schlechtes Zeichen ist, weil man einfach daran sieht, wie eine Person versucht, vor ihrer Verantwortung wegzulaufen. Von daher, ja, ich versuche mal, ob ich das hinkriege. Aber ja, ihr werdet's merken. Kurz schon darüber geredet Ja. und bei der Gelegenheit wollen wir mal darüber talken. Ja. Die These, Nicht-Veganer sind Gewalttäter gegen Tiere. Ja. Kannst du dir was entgegenstellen oder was sagst du dazu? Nö, ich würde sagen, Nicht-Veganer sind auf jeden Fall Gewalttäter gegen Tiere. Das ist schon mal sehr gute Einsicht. Weil sie verantwortlich dafür sind, dass Tiere ermordet werden. Ja? Also du bist ja auch ein Gewalttäter, wenn du einen Auftragsmord in Auftrag gibst. Ja? Indirekt, ja. Das bist ein indirekter Gewalttäter. Ja? Also wegen dir wurde jemand getötet. Und ob du jetzt, also ob jetzt ein Mensch stirbt oder ein Tier, macht ja, also es wird ja trotzdem Gewalt benötigt, um das Leben des Tieres zu beenden. Also bist Der wollte schon sagen, macht ja keinen Unterschied. Aber natürlich, das wäre natürlich völliger Käse. Natürlich macht es einen Unterschied. Menschen und Tiere sind zwei Paar Schuhe. du ganz wertfrei erstmal ein Gewalttäter. Es geht ja gar nicht anders. Korrekt. Die Frage ist halt vielleicht eher, wo sich, glaube ich, dann die Geister scheiden, ob vielleicht eine gewisse Form von Gewalt legitim ist. Ob es gerechtfertigte Gewalt ist. Ob es gerechtfertigte Gewalt gibt. Und da könnte man jetzt entgegnen. Das Ding ist, ich bin auf beiden Seiten so ein bisschen. Auf der einen Seite. Ja, das sagt er hier immer wieder, dass er auf beiden Seiten ist. Weil du kannst die eine Seite aber nicht verteidigen. Also die Nicht-Vegan-Seite kannst du nicht verteidigen. Das werden wir gleich alle erleben. Finde ich Veganismus interessant. Oder ja, oder vegetarisches Leben, also zumindest so. Vegetarisches Leben ist ein Tierschänderleben, also garantiert nicht vegetarisch werden. Also wenn du dir das Tier Leid pur anguckst, dann verursacht ein Vegetarier mehr Tierleid als ein Fleischesser, der halt nur Fleisch isst und der Vegetarier nur vegetarisch und beide essen gleich viele Tierprodukte, dann verursacht der Vegetarier mehr Tierleid. So tierleidfrei wie möglich zu leben, weil ich auch denke, dass nur weil Tiere sich vielleicht nicht Die größte Leitindustrie ist übrigens die Milchindustrie. für Menschen adäquat Also vegetarisch. verständlich machen können, fühlen sie ja trotzdem. Du hast gerade, ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist, aber du hast gerade die Definition von Veganismus genannt, ne? Also tierleidfrei wie möglich zu leben, das ist die Definition von Veganismus. Ah, okay. Also das wäre vegan. Ja. Ja, das wäre für mich nicht die Definition. Also Tierleid, das hört sich immer an wie Animal Welfare.
Und wir Veganer sind für Animal Rights, ja, Tierrechte und nicht um Tierleid. Dieses so weit wie möglich, das geht schon so in die Richtung, aber müsste man nachdenken, ob es da auch irgendwelche Stolperfallen gibt. Weil wenn jemand sagt, Veganismus bedeutet Tierleid senken, dann wärst du dafür, dass man ja, anstatt ein Quadratmeter für ein Schwein, zwei Quadratmeter da hat. Deswegen problematisch. Also ich würde dieses Wort Tierleid, ne, das hat solche Entailments, die werde ich einfach wirklich weglassen. Lieber einfach sagen, wir kämpfen für Tierrechte. Ist völlig egal, wie groß du den Käfig machst. Das ist immer noch Tierleid. Wir können ja dich in deinen Käfig einsperren und den Käfig einfach größer machen. Mal gucken, ob du damit dann okay wärst. Und ja, die Frage ist halt, ob es nicht vielleicht eine Form von adäquater Gewalt gibt, weil wenn wir mal in die Natur reinschauen, so. Und hier kommt dann der erste Fail von ihm. Gucken wir mal, wenn wir in die Natur reingucken. Ja, man stellt einem Menschen, Tiere, einem erwachsenen Menschen eine Frage, wie er Gewalt rechtfertigt. Und er sagt, gucken wir mal in die Natur. Und dann denkst du dir erstmal, wait, what the fuck? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das ist natürlich kompletter Humbug. Also, ja, das werden wir gleich sehen. Tiere essen andere Tiere, das heißt selbst Tiere essen andere Tiere, also. Das Übliche natürlich. Ich weiß nicht, ob man den Leuten sowas übel nehmen kann, weil, ich weiß nicht, die sagen irgendwie das Erste, was in den Kopf kommt, aber natürlich kannst du nicht in die Natur gucken und vor allem nicht auf Tiere gucken und sagen, ja, guck mal, die Tiere machen das, deswegen dürfen wir das auch machen. Das ist ein logischer Fehlschluss, heißt Appeal to Animals Fallacy, habe ich übrigens erfunden. Von daher, ja, also den wirst du bei Google oder sowas nicht finden, den Fehlschluss. Kannst du einfach erfinden, ne, sobald etwas falsch schließt und die Konklusion nicht aus den Prämissen folgt, kannst du es ja zu einer Fallacy einfach ausformulieren. Und ja, das ist halt die der erste Punkt wäre natürlich, dass da der Mensch ein Moral Agent ist und das Tier kein Moral Agent ist, solltest du nicht hingehen und von einem, der kein Moral Agent ist, Moral rausziehen und sagen, oh, guck mal, das, was der macht, das ist richtig. Das ergibt indes als keinen Sinn, als dass du einfach dir angucken kannst, im Tierreich ist Vergewaltigen extrem weit verbreitet. Darf man vergewaltigen, weil Tiere das machen? Nein, darf man nicht. Also kannst du nicht sagen, man darf X machen. X ist dabei irgendwas, was immer du willst. Und man darf X machen, weil die Tiere es machen. Also du appellierst, dass Richtigkeit daraus folgt, was Tiere machen. Man darf das machen, weil Tiere es machen. Ja, darf man vergewaltigen, weil Tiere es machen? Nein, man darf nicht vergewaltigen, obwohl Tiere es machen. Ja, warte mal. Also kannst du schon mal nicht sagen, man darf irgendwas machen, weil Tiere es machen. Also da Tiere auch Falsches machen, obviously, kannst nicht hingehen und irgendwas damit rechtfertigen, weil Tiere es machen. Also muss die Rechtfertigung woanders herkommen. Die kann schon mal nicht von Tieren kommen. Right? Und ganz genau diesen Fehler begeht er hier natürlich. Ist absoluter Klassiker. Ne? Ist nichts Neues, nichts Weltbewegendes. Macht jeder Zweite nicht Veganer, von daher, ja, nicht so schlimm. Tiere leben nicht Gewalt. Nur das Ding ist, wenn man das mal, was schlimm ist, wenn man das mal verstanden hat und trotzdem weiter sagt, ja, aber guck mal, aber die Tiere und so, das ist schlimm. Also wenn man den Fehler nicht zugibt. Gewaltfrei. Und wir sind auf einer gewissen Ebene, ist halt die Frage, sind wir jetzt auch Säugetiere irgendwie, ja? Sind wir auch Säugetiere? Well, du gibst bei Wikipedia Mensch ein, dann liest du mal den ersten oder den zweiten Satz. Es sind die Säugetiere, die von ihrer Mutter mit der Brust gesäugt werden. Von daher sind Menschen klassifiziert als Säugetiere. Und da gibt es nicht vielleicht oder irgendwelche komischen Muddy the Waters Begriffe. Der Mensch ist ein Säugetier. Ich wüsste nicht, wer da sowas bestreitet. Und wir sind auf einer gewissen Ebene, ist halt die Frage, sind wir jetzt auch Säugetiere irgendwie, ja? Sind wir. Und deswegen frage ich mich halt, ob es nicht vielleicht eine legitime Form von Gewalt gibt. Plus, wenn man sich Naturvölker... Gibt es legitime Formen von Gewalt? Ja, sicherlich. ...anschaut, es gibt kein einziges veganes Naturvolk, gibt es nicht. Ja, hier kommt dann der nächste logische Fehlschluss. Naturvölker, schon wieder. Das, was er macht, ist schon wieder von seiner Person ablenken, genau wie bei den Tieren übrigens, ne? Versucht er jetzt abzulenken und zu sagen, weil Naturvölker nicht vegan sind, deswegen ist Veganismus falsch.
Also das muss ich jetzt aus dem ziehen, was er sagt. Ne? Ihr wisst, immer, wenn es um Veganismus geht und jemand bringt irgendwelche Punkte an, dann ist jeder Punkt eine Rechtfertigung, soll eine Rechtfertigung sein. Ne? Was soll es sonst sein? Von daher, der erzählt ja jetzt nicht von seinen roten Schuhen. Der erzählt dann nicht von seinen roten Schuhen, weil das nicht die Rechtfertigung sein kann, oder? Deswegen erzählt aber von Naturvölkern, also soll das eine Rechtfertigung sein. Oder dass der nächste logische Fehlschluss aus Naturvölkern folgt, weder Richtigkeit noch Falschheit. Von daher ist das Appeal to Naturvölker Fallacy. Auch die nächste von mir erfundene Fallacy. Und natürlich ergibt auch das keinen Sinn. Ne? Ist schon wieder, du schließt schon wieder falsch. Du kannst nicht hingehen und sagen, weil Naturvölker das nicht machen, deswegen ist es falsch. Okay, Naturvölker bauen keine Autos. Well, Autos bauen ist falsch. Naturvölker bauen keine Handys. Well, Handys bauen ist falsch. Ja? Kannst den Spieß auch umdrehen. Ne? Kannst auch sagen, da ist ein Naturvolk. Ne? Kannst ja ein hypothetisches Szenario machen, was es in Realität nicht gibt, um die Absurdität von dieser Fallacy zu zeigen und sagen, ein Naturvolk opfert einmal pro Jahr ein lebendiges Baby. Das wird lebendig aufgespießt und gegrillt und aufgegessen. Sollten wir das auch machen? Wenn wir das nicht machen sollten, also folgt nicht aus dem, was Naturvölker machen, dass wir das machen sollten, oder? Also es folgt weder Richtigkeit noch Falschheit, deswegen kannst du nicht sagen, weil Naturvölker das nicht machen, sollte man Veganismus auch nicht machen. Ne, das folgt einfach nicht. Das ist einfach nur, du lenkst einfach von dir selbst ab. Also wenn man schaut, welche Völker auf dieser Erde sehr naturnah leben, du wirst dort nie Veganer finden. Ich glaube, es gibt schon ein paar Erscheinungen, aber ich weiß nicht. Aber übrigens, das mit den Naturvölkern, es gibt keine veganen Naturvölker, das habe ich jetzt einfach mal gegrantet. Okay, das grante ich einfach. Also. Das wäre so oder so ein Appell an die Historie. Ja. Aber du hast jetzt zwei Punkte genannt. Einmal dieses Appell an die Historie, Naturvölker. Das andere, was du genannt hast, war, dass wir es in der Natur beobachten können, dass Tiere sich gegenseitig reißen. Ja. Gegenseitig fressen. Ja. Auf jeden Fall. Sind wir uns einig darüber, dass wir Vergewaltigung ablehnen? Auf jeden Fall. Unter Menschen? Auf jeden Fall. Das beobachten wir aber auch in der Natur, ne? Ja, lehne ich auf. Genau, da ist ja die Bank. Sehr gut. Aber auch ab. Okay. Also, das beobachten wir aber auch in der Natur, ne? Ja, lehne ich aber auch ab. Okay. Genau, lehnst du ab, also kannst du nicht mitkommen mit, ja, aber ja, das machen Tiere oder das passiert in der Natur. Also das lehnst du in der Natur ab? Ja, warum nee. Warum lehnst du nicht auch die gegenseitige Gewalt, die Tiere sich gegenseitig antun ab? Auf jeden Fall. Ich will auch nicht sagen, dass Tiere ein Vorbild für uns Menschen sein sollten. Dass wir, dass genau, dann bau deine Moral nicht auf dem auf, was Tiere machen. Also warum bringst du den Punkt an? Warum guckst du in die Natur, wenn man dich fragt, wie du Gewalt rechtfertigst? Dass wir quasi sagen, oh, wir... Fragt man einen Vergewaltiger, wie rechtfertigst du es zu vergewaltigen, sagt er, machen Tiere auch. Wir können so leben wie Tiere. Ich glaube aber, eine Vergewaltigung ist nicht zum Forterhalt einer Spezies. Well, das ist schon ein anderer Punkt. Forterhalt des Spezies, also geht es nicht um die Tiere, right? Also Forterhalt der Spezies liegt auf einmal auf dem Tisch. Notwendig. Das Töten bei Tieren ist aber für den Vorteil der Spezies notwendig, weil sie einander essen müssen, weil die Natur sie darauf programmiert hat, einander zu essen. Also speziell das Beispiel der Vergewaltigung, das passiert ja in der Natur oft und daraus werden dann Nachkommen gezeugt. Ja, auch das voll der Fail gewesen. Also natürlich vergewaltigen sich im Tierreich ständig Tiere, millionenfach pro Tag, milliardenfach pro Tag wahrscheinlich. Und ja, die machen das zum Vorteil der Spezies. Natürlich, das ist aber genau der Sinn der Sache. Natürlich, aber ich glaube, es wird halt auch, es werden auch so viele Nachfolgen gezeugt ohne Vergewaltigung. Ja klar, gibt's auch, aber man könnte argumentieren, dass es auch schon seinen Sinn hat, warum bestimmte Tiere sich gegenseitig vergewaltigen, genau. Damit die erhalten bleiben. Aber ich sag mal so, wenn du sagst, wir müssen tierische Erzeugnisse essen, wahrscheinlich Fleisch oder sowas, ne? Genau das müssen wir ja eben nicht, das ist meine These. Also wir müssen es nicht mehr in der heutigen Zeit. Also darauf würde ich... Ja, kommt der nächste Derail von seiner Person. Würde ich deinen Einwand begrenzen und auch nur in gewissen Kulturkreisen. Wenn du jetzt nach... jetzt schon wieder, oh mein Gott. Ich muss diesen Counter einbauen, ich werde den machen hier. Das ist wirklich, das ist... ich hoffe, er sieht das Video und ihm fällt das auf, was er hier die ganze Zeit macht. Wenn du jetzt wirklich noch nach Brasilien gehst, zu irgendeinem Natur... Nach Brasilien gehen wir jetzt, ne? Wir machen wieder den Exkurs weg von der Person. Die wirklich im Dschungel leben, ich glaube halt nicht, dass die
so viel Nährstoffe reinkriegen würden durch das, was der Dschungel ihnen liefert, dass sie komplett ohne Fleisch leben könnten zum Beispiel. Theoretisch kannst du alle Nährstoffe auch aus pflanzlichen Quellen decken, bis auf B12. Ja, aber die haben halt im Dschungel kein Kaufland. Ja, klar, aber ich sage nur theoretisch. Du könntest... Ja, aber wir müssen ja von der Praxis ausgehen. Okay, aber dann bleiben wir nochmal hier. Wir müssen von dir ausgehen. Hier und jetzt. In der hiesigen... Er redet mit dir und nicht mit den brasilianischen Naturvölkern. Und jetzigen Praxis, hier hast du keine Rechtfertigung dafür, Tieren das anzutun. Ja, es ist halt immer die Frage, natürlich... Ja, ist natürlich übel. Ich habe gar keinen Bock, mir das reinzuziehen, so, wenn ich mir das so angucke. Nicht gut genug fürs Auge, aber gut genug für den Bauch, hä? Die Leute wollen das nicht sehen, ja. Natürlich will das keiner sehen, weil es auch grausam ist irgendwie. nicht irgendwie ist es grausam. Deswegen hänge ich immer noch so ein bisschen fest zwischen beiden Welten. Also ich... Da gibt es nichts festzuhängen. Guck einfach an, welche Seite du verteidigen kannst. Und guck mal, ob du Pflanzenessen verteidigen kannst gegenüber diesem Massaker an den Tieren. Es gibt keine, du hängst dann irgendwo fest, du hast einfach nur irgendwie Blockade im Hirn und musst einfach diese Blockade lösen, indem du feststellst, was für Logikfehler du machst. Ich will nicht gegen Veganismus und nicht uneingeschränkt pro Veganismus argumentieren, weil ich irgendwie beide Seiten so ein bisschen verstehen kann. Und also ich bin auf jeden Fall, also Ich sehe das auch so, dass das Gewalt gegen Tiere ist und dass Nicht-Veganer auf jeden Fall Gewalttäter sind. Und dass Nicht-Veganer Gewalttäter sind, sehr gut. Also es ist halt schwierig. Das ist so überhaupt nicht schwierig, das ist ziemlich simpel. Wenn du da Schwierigkeiten hast, wenn du sagst... Finde raus, wo deine Logikfehler liegen, verwirf deine Position und nimm die richtige an, das ist nicht so schwierig. Du willst nicht pro, aber auch nicht gegen Veganismus argumentieren. Ja. Wenn du aber gegen Veganismus argumentierst, dann aus Sicht der Tiere, ja, bist du gegen die Tiere. Du musst es aus Sicht der Tiere sehen. Ja. Die Tiere ist es nie in Ordnung, was denen passiert. Übrigens, das wird nicht gezeigt, ne? Ich zeige das ganz bewusst. Wenn wir dort wären, wir würden uns das wünschen. Wir würden wollen, dass es gezeigt wird. Digga, ich würde in Ohnmacht fallen wahrscheinlich. Ja. So. Ich würde es gar nicht... Wir würden wollen, dass die Leute sehen, ja, was ihnen angetan wird. Auf jeden Fall. Deswegen zeigen wir das auch, aber Veganismus heißt einfach nur Tiere in Ruhe lassen. Ja. Und das ist das Mindeste, was Tiere von uns erwarten dürfen. Ich setze mich sonst für die Gerechtigkeit ein. Ja. Für die Leute, die unsere Konstellation nicht kennen, wie gesagt, ja, wir waren mal im Fair Talk zusammen. Ja. Da haben wir auch uns es ging um Migrationsdebatte. Ja. Und ich bin der Meinung, wir treten ein für ein gerechteres Deutschland. Auf jeden Fall. Da können wir aber hier an der Stelle gegenüber Tieren keinen Halt machen, keine Grenze ziehen. Ja. Auch Gerechtigkeit für Tiere. Und das bedeutet, dass wenn du und ich, wie selbstverständlich Rechte wie sexuelle Autonomie, körperliche Unversehrtheit, Recht auf Leben, Recht auf Familie, Recht auf räumliche Freiheit genießen, dann muss es auch Tieren zustehen. Ja. Das ist nicht zu viel verlangt. Mm. Und da ist halt, Worte sind Worte. Und das hängt immer von unseren Handlungen ab. Hm. Nimm mir irgendein Argument dagegen. Was spricht dagegen? Wenn du indisch gehst, was hält dich davon ab, vegan zu leben? Also ich bin überzeugt, dass man in der heutigen Zeit in unserem Kulturkreis jetzt zu diesem Moment sehr gesund vegan leben kann. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es moralisch einwandfreier ist, als es nicht zu tun. Bin ich überzeugt von. Was ich aber trotzdem finde, ist, dass es halt... Offensichtlich, ja? Dass wir den Luxus, den wir hier haben, können wir halt nicht auf überall übertragen. Also du kannst halt jetzt nicht von einem Naturvolk erwarten zum Beispiel. Oh mein Gott. Jetzt nicht mit einem Naturvolk, ich rede jetzt mit dir. Genau, aber die These ist ja... Sehr gut, danke Feros. Ja, die Frage ist ja auch ein bisschen, ob Veganismus allgemein, so wie ich das verstehe... Und da kommt der nächste Derail. Es geht um dich, Junge, es geht um nichts anderes. Und wenn du der einzige Mensch und wenn noch kein Mensch auf der Welt vegan wäre, müsstest du vegan werden, wenn du jetzt feststellst, dass es richtig ist. Das allgemein... Irgendeine Person war die erste Person, die gegen Sklaverei war. Nur Veganismus in Ordnung ist oder allgemein verwerblich? Ein ethisches Prinzip. Ja. Da sage ich hier auch auf das Naturvolk bezogen. Es stellt einen ethischen Rechtsbruch gegenüber Tieren dar, ihnen den Kopf abzuschneiden. Aber ob was sagst du? Macht oder wie es machen. Aber was sagst du jetzt zu den Inuit zum Beispiel, zu den Eskimos, die halt einfach generationenlang nichts anderes dort hatten? Die leben da einfach wirklich in fucking, ich weiß nicht, Alaska oder wo die da leben, irgendwo, wo es kalt ist wie Sau. Wahrscheinlich. Die leben dort unmoralisch, würde ich sagen. Wahrscheinlich würde ich es auch machen, wenn ich ums Überleben kämpfe.
Genau, es ist ein Unterschied, was man selbst machen würde und was moralisch ist. Genau. Wenn es an die Existenz, an meine Substanz geht, richtig. Dann würde ich wahrscheinlich würde ich auch Menschen dann irgendwie, wenn ich auf ein Boot ausgesetzt bin mit einem anderen Menschen, du weißt, was Menschen dann machen irgendwann, ne? Ja. Dann Recht des Stärkeren, wahrscheinlich würde ich es auch machen. Nichtsdestotrotz bleibt zu attestieren, dass es ethisch nicht gerechtfertigt ist. Also auch in der Genau, das machen Omnis auch sehr gerne, immer mit diesen Extremszenarien ankommen. Ja, aber auf einer einsamen Insel würdest du ja auch essen und sowas, ne? Das ist logischer Fehlschuss. Der nächste logische Fehlschuss, Appeal to Extremes Fallacy. Aus dem Extremszenario folgt nun mal keine Richtigkeit für das Nicht-Extremszenario. Auch in dieser. Auf dem Boot würde man vielleicht Menschen essen. Deswegen darf man im Hier und Jetzt keine Menschen-Schlachthäuser bauen, ha? Hypothetischen Beispiel bleibt es halt ein ethischer Rechtsbruch gegenüber Tieren. Du würdest nicht wollen, du würdest nicht das Opfer sein wollen, egal wie Notfall, was für ein großer Notfall das ist. Welche Art von Ethik meinst du? Welche Ethik? In dem Fall geht es um Deontologie, also um Rechte. Aha. Sehr gut. Ha? Rechte, die Tiere haben sollten. Ja. Und ja, also. Pheros ist Deontologe, das ist gut. Der hat jetzt nur Deontologie gesagt, der ist aber höchstwahrscheinlich Threshold-Deontologe. Kein reiner Deontologe. Grundrechte, über die wir uns ja einig sind. Wie heißt es? Deontologie. Deontologie, was ja. Ist das? Also die ethische Rechtslehre quasi, also deontologisch. Aha. Pflichtethik, ja. Es ist ein deontologischer Rechtsbruch. Jedes Individuum, das leidensfähig ist und bewusst ist, hat ein Recht darauf, auf sein Leben, auf seine Unversehrtheit, auf seine sexuelle Selbstbestimmung, weil was wir hier viel beobachten, ist halt auch ein sexueller Übergriff, ein sexueller Missbrauch. Ja. Ja, Deontologie bedeutet, heißt Pflichtethik. Also wir haben die Pflicht dazu, zum Beispiel bestimmte, zum Beispiel Mord und sowas, Vergewaltigung und sowas zu verhindern. Und weil wir sehen, dass Rechte verletzt werden, ne, deswegen heißt das Pflichtethik. Also wir sehen, wir geben Handlungen einen von vornherein, ne, wir überlegen, wir denken über eine Handlung nach und sehen so gesagt den Anfang der Handlung und bewerten diesen, ob der richtig oder falsch ist. Dagegenüber steht zum Beispiel Utilitarismus, der guckt sich das Ende der Handlung an, also die Konsequenzen einer Handlung und guckt sich an, wie der Nutzen ist. Ne? Kommt ja deswegen Utilitarismus. Nutzen heißt auch Nutzethik und da guckst du dir an, wie du den Nutzen maximieren kannst. Und das Ding ist auch als Deontologe, ich bin zum Beispiel Threshold-Deontologe, auch als Deontologe benutzt du Nutzethik, weil es bestimmte Szenarien gibt, wo du den Utility-Calculus rausholen musst und kalkulieren musst, was sinnvoller wäre. Das bezieht sich vor allem auf Graubereiche. Da benutzt man oft Utility. Und das lehne ich halt ab, wenn ich das erkannt habe und auch mir erschließen kann, dass es dafür keine Rechtfertigung gibt. Mhm. Deswegen muss ich dich ganz klar fragen. Also noch einmal, weil ich gefragt habe, du meinst gesundheitliche Bedenken oder du hast da gesundheitlichen Hintergrund. Das wäre jetzt deine Rechtfertigung dafür, nicht vegan zu sein. Also noch so ein kleines Beispiel dazu. Man hat zum Beispiel die Frage, da ist eine Person, ne, eine unschuldige Person, die kann man töten, um zwei Menschen zu retten. Der reine Utilitarist würde sagen, ja, das Leben von, sagen wir, alle Menschen haben denselben Wert, ne? Value ist gleich bei denen, also Alter und sowas, ne? Life Experience, Intensity und sowas, alles gleich. Und da würde ein Utilitarist sagen, ja, den darf man umbringen, diesen unschuldigen Menschen, um die zwei zu retten, weil das sind zwei Leben, die sind sehr wertvoller als ein Leben, weil wir ja alles andere gleich halten. Und ein Deontologe würde sagen, das ist nicht okay, diesen unschuldigen Menschen zu töten, weil du Rechtsverletzungen begehst. Was kann der Mensch dafür? Deswegen ist es okay, dass die zwei Personen dort sterben, die diese Organe brauchen, weil ja, diese unschuldige Person hat mit den zwei nichts zu tun. Ne? Das kannst du einfach nicht machen. Das ist die Pflichtethik. Ne? Wir verteidigen das Individuum. Das ist so ein bisschen so ein Exkurs Deontologie, Utilitarismus. Weil ich kann dir grundsätzlich sagen, vegan zu sein. Oder du hast da gesundheitlichen Hintergrund. Das wäre jetzt deine Rechtfertigung dafür, nicht vegan zu sein. Weil ich kann dir grundsätzlich sagen, du kannst auch alle Nährstoffe auch aus rein pflanzlicher Quelle beziehen. Mir ist keine Krankheit bekannt, die dich dazu zwingt. Also es gibt zum Beispiel
Ich weiß nicht, ob du Michaela Peterson, die Tochter von Jordan Peterson, kennst. Ja, und jetzt bringt er so ein Beispiel an, das ist absolut unglaublich. Also da kann man sehen, wie schlimm das ist, wenn man an die falschen Leute gerät, an so eine Michaela Peterson, die Lion-Diet macht, ne, die Löwendiät. Weiß schon genau, was bei der Person im Kopf los ist. Und ja, der wird gleich noch was dazu sagen. Kennst. Ja. Und die hat zum Beispiel wirklich alle ihre chronischen Krankheiten, die sie hatte, mit Carnivore-Ernährung komplett geheilt. Ne? Ja, das ist völliger Blödsinn. Also zeig mir das Paper dazu, dass das belegt. Ne? Die erzählt einfach nur, oh, dass das so passiert ist. Ne? Die hat angefangen, nur Fleisch zu essen. Ihre auch Autoimmunerkrankungen und sowas sind weggegangen, wenn du mal dich damit beschäftigst, wie Autoimmunerkrankungen überhaupt ausgelöst werden. Da würdest du schon in ganz schöne Probleme kommen, zu sagen, dass man Carnivore Diet macht gegen Autoimmunerkrankungen. Ne? Absurditätenkabinett, aber ja, jeder Mensch kann das behaupten. Der andere behauptet, der guckt jeden Tag eine Stunde in die Sonne und seine Autoimmunerkrankungen sind weggegangen. Ne? Jeder kann Blödsinn erzählen, von daher, ich wüsste nicht, warum man. Also, das ist schon wieder ein logischer Fehlschuss, ne? Das ist eine Art Appeal to Authority Fallacy. Aus das, was diese Person sagt, daraus folgt nicht, dass es wahr ist. Und es ist halt immer schwierig. Also vor allem, ne, kommt er mit Gesundheit an und dann Michaela Peterson, also holy shit. Also ich glaube, wenn man selber noch nie in der Situation gesteckt hat, dass dein Körper wirklich ein Hindernis dafür ist, dein Leben wirklich in vollen Zügen zu leben, ja. Nicht so egoistisch zu sein, sogar zu sagen, weißt du was, dann gehen halt andere Spezies dafür drauf. Aber ich möchte nicht leiden und dafür nehme ich das Leid von. Ja, das hört sich hier ein bisschen danach an, als würde er davon sprechen, was man machen würde. Also wenn dir gesundheitlich schlecht geht, würdest du Tiere essen. Es geht nicht um die Frage, ob du es würdest, es geht um die Frage, ob es moralisch richtig ist. Darum geht es. Tieren eventuell sogar kaufen. Warum zieht man aber die Grenze bei Tieren? Warum nicht auch dann auch andere Menschen auspeitschen? Mir könnte es auch besser gehen, wenn ich mir Sklaven halten würde. Auf aber jeden auch, Fall. Aber ich mach das nicht. Ich weiß nicht, wenn ich in dieser Situation wäre von Michaela Peterson, mir erschließt sich es nicht rein deduktiv, erschließt sich es mir nicht, weil du, wie gesagt, alle Nährstoffe auch aus rein pflanzlichen Quellen decken kannst. Ich sag mal so, wenn. Da kommt Feroz Khan schon auf die Schliche, ne? Bei Michaela Peterson. Irgendwas stimmt da nicht. Right. Wenn sie halt die Erfahrung gemacht hat, ne, dass halt, ich meine, die hat ja mit dieser Krankheit 10 Jahre gestruggelt oder länger und wirklich zu einem Punkt, wo sie irgendwie, ich glaube, sogar ihr Hüftgelenk ersetzt werden musste und wirklich ihr Körper nach und nach kaputt gegangen ist einfach. Ne? Und wenn du halt den Zerfall deines Körpers über Jahrzehnte vielleicht sogar mitkriegst und dann ist es sehr schwierig, also erstens diese Menschen und das so viele Menschen, die wirklich jahrelang chronisch leiden, ja, die probieren alles. Ja. Den kann man nicht sagen, ja, du hast noch nicht irgendwie, hast du mal veganes Proteinpulver probiert. Sowas kannst du denen nicht vorwerfen, weil die haben jeden Scheiß ausprobiert. Und wenn sie irgendwann sogar sagen, ey, weißt du was, dann probiere ich jetzt eben jeden Tag nur Fleisch essen. Das ist ja auch erstmal nicht geil. Keiner will jeden Tag nur Fleisch essen. Das ist nicht angenehm wahrscheinlich. Ja? Keiner hat da Bock drauf, auf alles zu verzichten und nur noch Fleisch zu essen. Aber wenn du halt merkst, dass du plötzlich wieder dein Leben zurückbekommst deswegen, ja. Und ich meine, ich weiß, dieses Carnivore-Ding im Falle von chronischer Krankheit ist jetzt eine ziemliche Art Nischenargument, um das überhaupt zu verändern. Es betrifft die allerwenigsten, auf jeden Fall. Aber auch die hat ihr Leben nicht zurückbekommen, weil sie Fleisch gegessen hat. Die hat aus irgendwelchen anderen Gründen das zurückbekommen. Solchen Beispielen, da kann ich. Zeig mir einen Beleg dafür, dass man von Fleisch seine Autoimmunerkrankungen heilen kann, weil man per se Autoimmunerkrankungen nicht heilen kann. Das wäre was ganz Neues. Du kannst es schaffen, die so zu stillzulegen, dass du zum Beispiel keine Medikamente mehr nehmen musst, nur du kannst die nicht heilen. Ich habe diese Autoimmunerkrankung nicht mehr. Ja. Halt immer wieder, also da kann ich Verständnis dann halt empfinden dafür. Okay, weißt du, was ich meine? Die meisten Nicht-Veganer haben für die, das als Vorwand. Auf jeden Fall. Also ich finde es gerade selber schwer, ein bisschen. Wenn du dir angucken würdest, wie viele, kannst du genauso in die andere Richtung machen, ne? Kannst du bei McDougall auf dem Channel oder sowas, kannst ja hunderte Berichte ansehen, wie Leute alle möglichen Krankheiten, inklusive Krebs und solche Sachen, in Geschichten erzählen, wie sie das losgeworden sind. Von daher, alle Krankheiten, die du dir nur vorstellen kannst, außer Autoimmunerkrankungen,
Diabetes Typ 2 auch zum Beispiel, so ein Klassiker. Kann jeder erzählen. Das Einzige, was da relevant ist, wir brauchen Studien dazu. Und nicht, mir hat jemand erzählt oder ich habe gesehen, da war eine Person. Nice story, Bro. Das auch zu verteidigen. Und ich will. Weil du jemand bist, der logisch denkt. Genau, weil ich auch weiß irgendwie. Und guck mal, ich bin so jemand, ich pick Regenwürmer auf, wenn ich sie auf dem Boden sehe, damit die nicht plattgetreten werden. Ich helfe Tieren, wenn die angefahren wurden und bringe die dann so. Schaf oder Katze immer. Ja, hilft immer Tieren, hebt Regenwürmer auf, aber kocht irgendwie die Ente in einem Topf. Wie ergibt das irgendeinen Sinn? Oder geht Döner essen, wo das Baby, das Kuhbaby aufgespießt ist und das Fleisch runterkriegt? I don't know. Auf jeden Fall, das ist auch ziemlich schizophren, meine Art und Weise derzeit noch zu leben. Und ich glaube, okay, fair enough. Veganismus ist für mich auch ein Ideal, ein Vorbild, ein Ideal, was ich auch auf irgendeiner Ebene, glaube ich, anstrebe. Mhm. Ja, und ich lebe mein Ideal vielleicht auch einfach noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir alle haben irgendwie Ideale hier, mehr oder weniger. Und weißt du, es gibt vielleicht Typen, die würden gerne sagen, ey, ich würde gerne nicht regelmäßig in die Spilo gehen oder ich würde gerne aufhören, meiner Frau fremd zu gehen oder was auch immer. Es gibt, weißt du, wir haben Rauchen, Alkohol. Wir alle haben irgendwie unsere Art Laster. Von Laster und Sünden. Und das heißt nicht, dass das jetzt das legitimieren soll im Sinne von, na, es ist halt mein Laster und deswegen müssen jetzt noch so und so viele Tiere dran glauben, weil ich mich noch nicht im Griff habe. Das will ich nicht rechtfertigen damit. Du argumentierst gegen dich selbst, ich brauche da gar nichts dazu sagen. Natürlich, ich will nur klarstellen, ja, dass es hier einen entscheidenden Unterschied gibt, einen sogenannten Symmetriebrecher. Und zwar, ob du in die Spilo gehst. Das betrifft nur dich und bei den Tieren betrifft es. Ja, ich weiß. Ja. Du machst das für eigene Verantwortung. Natürlich. Und das geht auf Kosten der anderen. Der geht auf Kosten der anderen. Das ist so lustig, ey. Wie Firas ja gerade gelacht hat, ne, weil er sich schon wieder debunkt. Auch im nächsten Punkt. Symmetriebrecher. Und zwar, ob du in die Spilo gehst. Das betrifft nur dich und bei den Tieren betrifft es. Ja, ich weiß. Ja. Diese Lach von dem, so gut, ey. Das ist für eigene Verantwortung. Natürlich. Und das geht auf Kosten der anderen. Der geht auf Kosten der anderen. Da kann ich natürlich Nachsicht und Charakterschwäche im Endeffekt nicht verzeihen. Weil ja. Was du bezogen auf dich machst, ne, das ist dein Körper, das ist deine Entscheidung. Ja. Es ist nicht ethisch dringlich, als die Dinge, die du auf Kosten anderer machst. Ja. Ich bin kein Spaßverderber, ich bin auch kein Spielverderber. Ja. Aber Spaß hört auf, wo es auf Kosten anderer geht. Mhm. Ja, ist ein guter Punkt. Ja. Also, anderweitig, was du sagst, ist ein Weg. Es ist ein Weg, dahin zu kommen. Ne? Wenn du dir diese Tiere anguckst, für die kannst du schnell genug gehen. Ja, klar. Für die lieber gestern als heute. Ja. Wenn du da wärst, dann würdest du wollen, dass sie so jetzt aufhören, nicht morgen. Das ist kein Weg, dieser Weg ist von Gewalt gepflastert. Mm. Und ich habe das von heute auf morgen aufgegeben übrigens. Übrigens, das ist, wenn ihr das heute seht. Ich auch. Am Tag der Veröffentlichung, genau heute vor einem Jahr passiert. Mm. Das ist, wenn ich das verstanden habe, dass es dafür keine Rechtfertigung gibt. Selbst wenn ich von so einer Krankheit betroffen wäre, es ist für mich keine Option mehr. Mhm. Das ist für mich genauso keine Option, wie ich keinen Menschen dafür. Vielleicht. Ja, wollte ich gerade sagen, also auch wenn du eine Krankheit hast, du bist ja nicht Nico Rüttner oder sowas zum Glück, auch wenn du eine Krankheit hast, gehst du nicht hin und fängst an, Tierprodukte zu essen. Ne? Du würdest auch, wie er selbst sagt, du würdest ja auch nicht hingehen und für Menschen Schlachthäusergeld bezahlen, wenn du krank bist. Von daher, ja. Vielleicht würde es mir besser gehen, wenn ich nicht. Vielleicht wäre dein Blut zu trinken besonders gut für meine Haut. Es ist aber keine Option. Das ist auch das Gesundheitsargument. Es ist keine Option. Am dringlichsten, also der dringlichste und entscheidende Frame in dieser Debatte ist dein Recht auf deinen Körper, deine Autonomie. Mhm. Und die kann ich nicht brechen. Nicht für Gesundheit, nicht für Ernährung, Fitness. Mhm. Das ist keine Rechtfertigung. Guck mal, das ist ungefähr so zu vergleichen wie. Wir reden drumherum. Stell dir mal vor, zwei würden sich darüber unterhalten, dich irgendwie auf die Schlachtbank zu ziehen oder ziehen zu wollen. Der andere würde sagen, ja, nee, der hat sowieso keine so guten Proteinwerte. Und der andere würde sagen, ja, der gibt Durchfall und der hat Würmer und so. Du würdest dir denken, das ist mir egal, Alter, wie ich schmecke, wie gesund ich bin, ich will nicht sterben. Also, ob ihr danach mit meiner Haut euch Schuhe bastelt, ist mir auch egal. Ich will nicht sterben. Also ob ihr alles von mir verwertet, ist mir auch egal. Ich will nicht sterben. Und das ist etwas, was wir annehmbar im Sinne der Tiere anwenden können.
Und dann, ja, dann heißt es, Worte sind Worte, Handlungen machen den Unterschied. Handlungen, Taten machen den Mann. Hm. Und da ist es etwas, was ich halt, ja. Er hat gesagt, Handlungen machen den Mann? Handlungen machen den Unterschied. Handlungen, Taten machen den Mann. Hm. Da ist es etwas, was ich halt, ja, ich konnte es mir nicht verzeihen. Ich weiß, dass ich das nicht, ich will ein Leben nach meinen Überzeugungen führen. Ich habe nur dieses eine Leben. Ja. Irgendwann blicke ich darauf zurück. Kannst du dir in den Spiegel gucken? Hast du das Leben geführt nach... Genau, kannst du dir selbst sagen, dass du ein guter Mensch bist. Deine Überzeugung, ja. Auch wenn es schwer war, obwohl es wirklich nicht viel verlangt ist. Ja. Was wir von Tieren abverlangen, für ein bisschen Spaß dreimal am Tag, ist um ein Vielfaches mehr als das, was Tiere von uns verlangen. Nämlich einfach nur die Ruhe zu lassen, auf pflanzliche Produkte zurückzugreifen. In Deutschland, insbesondere in Berlin, wo die Hälfte aller veganen Restaurants bundesweit sind, es war noch nie einfacher. Also es ist wirklich nicht zu viel verlangt, ja. Angesichts dessen, was die Tiere antun. Ja. Ja, fühle ich. Ich will da gar nicht gegen argumentieren. Okay. Ich fühle das. Feroz wartet darauf, dass du sagst, dass du vegan wirst, Mann. Wo hakt es? Okay, ich hoffe, dass du auch konsequent danach handelst. Guck dir mein Video noch an, damit du auch verstehst, was das alles für Logikfehler sind und dann, wo hakt es? Kannst. Ja, ich... Nikolai, ich helfe dir, Mann. Ich habe den größten Respekt davor, wenn Leute so neue Informationen bekommen oder die Dinge überdenken, die sie bisher so gemacht haben. Das Ding ist, ich hatte das ja schon mal in meinem Leben so. Ich weiß noch, als ich in Peru war und in dieser Ayahuasca-Zeremonie saß und ich habe das dann so vor Augen gehalten. Es war, jetzt ist wieder so ein bisschen natürlich so ein bisschen so, okay, jetzt redet irgendein Typ von seiner... Ich habe schon so oft gehört, dass Leute von DMT-Trips vegan geworden sind, das ist krass. Weil du fühlst alles, du fühlst, dass du die Tiere bist. Und ab da wird man dann vegan. Naja, Ayahuasca-Zeremonie bei den Schamanen, aber ich saß halt da und ich habe halt irgendwie plötzlich gesehen, wie so, weil ich habe zu der Zeit richtig viel trainiert, war ziemlich aufgepumpt und habe dann halt plötzlich vor Augen, also es war so krass, ich habe das so richtig in meinem Körper gespürt, wie dieses Elend von den Tieren halt in meinen Zellen steckt. Und ich habe dann so gesehen, wirklich auf diesem Trip, das war ein richtiger Horrortrip. Ich habe so gesehen, wie so Tiere einfach durch so Schredder gedrückt werden und durch so Fleischwolf und so halt, ne? Und das so, und so Kühe einfach nur so, und ich saß da und ich habe so kotzen müssen in meinen Eimer, weil muss man da ja eh. Und ich habe das so richtig gefühlt, wie sich das existenziell falsch angefühlt hat. Und ich habe auch daraufhin wirklich 3 Jahre oder 4 Jahre kein Fleisch gegessen. Was ist dann passiert? Und dann irgendwann habe ich auch wieder so ein bisschen Bezug zu meiner Erkenntnis, die ich in dem Moment hatte, verloren. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist wie, wenn du mal was erreichst so und das dann aber irgendwie wieder so ein bisschen verlierst. Genau. Ja, klar, ich würde nicht mal sagen, so bewusst ausblendest oder so bewusst verdrängst. Vergiss. Genau, sondern du... Ja. So, du weißt so im Hinterkopf irgendwie, ja, das ist eigentlich nicht richtig, aber du bist irgendwie wieder so in deinem alten Verhaltensmuster drin. Und so ist es bei mir gelaufen. Das hat auch damit zu tun, dass wir Veganer halt die Freaks der Gesellschaft sind. Wir sind zu wenig. Wir sind zu wenig. Das heißt, du bist zu wenig von Veganern umgeben, die dich immer wieder daran erinnern. Ja. Das ist natürlich, hat einen Einfluss auf dich, ne? Aber wenn du von Gesundheit redest übrigens, was glaubst du, wie gesund das für die Tiere ist, ne? Natürlich, brauchen wir gar nicht drüber reden. Deren Gesundheit da brauchen wir hinten angestellt. Natürlich, sowieso. Auf jeden Fall. Ey, Nikola, ja. Ich hätte den größten Respekt davor, wenn du es wieder angehen würdest, vegan zu machen. Ich kann dir helfen. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass es geht. Okay. Ich kann auch fit und gesund sein. Ja. Und wenn du Fragen hast, ich kann dir da helfen. Okay. Krass. Ja, lass drüber quatschen. Ja, vor allem kann man zwar sagen, ja, guck mal, ich bin ein gutes Beispiel dafür, aber du kannst auch einfach in die Wissenschaft gehen, da siehst du ja, was die gesündeste Ernährung ist. Und da geht es ja immer um mehr als eine Person, von daher, da geht es um Hunderttausende von Menschen und du siehst, dass sie die gesündesten sind, weil sie sich vegan ernähren, von daher, Digga. Richtig. Wer die Studien sehen will, hier unten verlinkt in meinem Studiendokument. Richtig angenehm, dass du gekommen bist. Ja, danke, Mann. Und, danke auch. Eine Karte brauche ich dir nicht mitgeben. Ja, Nein, Digga. Wir kennen uns. Geil, Alter. Geil. Das soll es natürlich... Ja, aber sagt leider nicht, dass er vegan jetzt wird. Von daher schade. Also auch wenn er jetzt nicht vegan geworden ist nach diesem Gespräch hier, dann ja. Diese ganzen Sachen, die er gesagt hat... Für Veganismus, das sind dann einfach nur Lippenbekenntnisse leider.
Also Leute, das war mein erster Teil. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war die Analyse von Nikolai Binner. Und die zweite Analyse folgt dann als nächstes Video, und zwar Ketzer der Neuzeit. Das wird schon komplizierter. Da müssen wir ein bisschen ins Detail gehen. Und da werde ich auch ein paar Sachen einblenden müssen, um das besser zu erklären. Vor allem kommt er da mit Religion an tatsächlich. Ja, da gibt es so einige Punkte, wie man das Argument angreifen kann. Von daher, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Analyse von mir zu Nikolai Binner hat euch gefallen. Und ich hoffe auf mehr Videos im Political Space über Veganismus. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt gerne auf Discord, and I see you next time.